ein so geiler Hausschuh. Finde ich jetzt auch, ja. So, pass auf. Okay, heute machen wir die... Hallo. Dresel. Ah! Doch. Die Tizza-Porte wurde das. Toll. Heute machen wir die Tizza-Porte. Lass mal anfangen. Lass mal anfangen. Willkommen zurück in der Küche. Wir sind wieder da. Es wird wieder gekocht und wir sind alle wieder bereit. Wir haben beide Hunger. Und heute, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen oder vielleicht schon im Titel gesehen oder so, gibt es ein bisschen was... Das ist echt laut. Gibt es ein bisschen was Exotischeres und vor allen Dingen auch Größeres. Wir haben ja schon mal eine Torte gemacht. Das erste Video war tatsächlich eine Torte. Und heute werden wir wieder eine Torte machen, aber diesmal keine mit 5 Kilo Zucker, sondern nur mit 1 Kilo Mehl. Wir machen nämlich heute eine Pizzatorte und ich habe das schon mal gemacht, aber das ist schon wieder 2-3 Jahre her und ich hatte ziemlich Bock, das zu machen und dann haben wir uns einfach gesagt, komm, lass uns doch mal eine Pizzatorte machen. Und ja, genau das machen wir jetzt heute. Und wie so eine Pizzatorte es an sich hat, besteht natürlich aus Pizzateig. Wir haben im Hintergrund, wie ihr vielleicht hier seht, einiges an Zutaten. Wir haben passierte Tomaten, außerdem haben wir 4 Dosen, es sind eigentlich nur 2. Wir haben Paprikagewürz, wir haben eine Paprika, ne, es sind Pizzagewürz. Paprika haben wir, Tomatenmark, Zwiebeln, Knoblauch, Pepperoni zum Pfefferoni. Was sind das? Pfefferoni? Okay, ich hoffe, das sind Pepperoni. Wir haben 1 Kilo Mehl und 2 Päckchen Backhefe. Und anfangen tun wir natürlich mit dem Pizzateig, was auch sonst. Und wie man Pizzateig kennt, der muss natürlich jetzt erstmal eine ganze Weile spazieren gehen. Mit diesem Witz komme ich in die Hölle. Ja, kommst du. Und wir fangen erst einmal an, dass wir die Hefe aufgehen lassen. Und zwar, ja, wir packen ein bisschen warmes Wasser, Hefe, Salz, nee, Zucker. Die Hefe braucht Zucker, nicht Salz. In Ofen für 15 Minuten, den wir vorher auf 50 Grad angeheizt haben. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt erst einmal. Los geht's! So, wir fangen an mit einer Tasse Wasser, beziehungsweise 2 Tassen Wasser kommen rein, in je nachdem wie viel. Also einfach so 2 Tassen Wasser könnt ihr reinmachen. Dann füllt ihr das dort rein. Dann kommt hier natürlich die beiden Packungen Hefe rein, die sind jetzt beide drin. Und danach noch eine Prise Zucker. Müll. So, und nun haben wir den Backofen auf 50 Grad vorgeheizt. Den müssen wir jetzt ausschalten, beziehungsweise wir können das Licht eigentlich anlassen. Und das jetzt muss ungefähr für, naja, 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Das bedeutet, hey Siri, stell den Timer auf 20 Minuten. Das hat funktioniert. Also. Okay, der Timer wurde auf 20 Minuten. Danke, Box. Also, es hat funktioniert. Wir machen in 20 Minuten weiter. Denn jetzt! Das erklärt, was wir überhaupt schon gemacht haben. Ja, wir haben zu viel Wasser genommen. Das nicht nachmachen. Nimmt nicht beide Tassen Wasser. Ich sag mal, wir haben beide nicht drauf geachtet. Ich hab auch nicht drauf. Ja, natürlich. Das ist halt zu viel Wasser. So, das ist halt. Scheiße, immer nicht. Ja, heiß. Ja, es ist halt heiß, ne? Das hab ich sehen lassen. Es ist halt zu viel Wasser. Das muss ein Teig draus werden, was safe. Ja, das wird schon. So, wir holen das jetzt raus. Oh, es ist echt heiß, oh Gott. Den Mund ein bisschen zu voll genommen. Ja, vielleicht. Soll ich hier mal. Wo habt ihr denn die Handschuhe? Nee, diesen Gummidingchen. Okay. Ich glaube, ich hab's den kaputt gemacht. So. Na, es geht, guck mal. Also, es geht. Als nächstes machen wir jetzt das Mehl rein. Und zwar alles. Kilo. Ups. Denn wir brauchen viel Teig. Wir müssen ja immerhin 4 Böden und eine Wand machen. Nee, andersrum. Halt die Klappe, wir haben Edeka bezahlt, du Arsch. Oh, lol. Oh, hier. Das soll ein Teig werden. Alter, wenn das noch aufgeht. Die Schüssel ist zu klein. Ich glaube auch. Okay. Oh Gott. Das war's. Das Wasser ist ja jetzt schon drin. Das heißt, das müssen wir nicht mehr reinmachen. Ja.
Und jetzt kommt noch eine ordentliche Prise Salz. Eine ordentliche? Dieser scheiß Löffel da drin, ey. Sehr großzügige. Das wird eine doppelte sehr großzügige Prise, du. So, reicht auch. Boah, aua. Okay, und jetzt würde ich sagen, Wir legen los. Und der Wecker klingelt, bedeutet, stopp, wir klicken auf Stopp. Und schaut mal, wie unser Teig. Es ist warm, ich gehe jetzt mal hin. Ja, es ist warm im Ofen. Boah! Vielleicht. Er ist auf. Geile Sache, auf jeden Fall, die Musik läuft noch nicht, da kommt. Der Teig ist auf jeden Fall groß geworden, das merken wir. Und jetzt. Oh ja, er lässt sich gut lösen. Jetzt müssen wir erst einmal mehlen. Denn wir müssen ihn jetzt in sozusagen 5 gleich große Scheiben, Stückchen. Häufchen machen und dann ausrollen. Ich glaube, ich ziehe vorher den Pudi aus. Oh nein, mit den Bändchen ist das so eine Sache. Ja, dann musst du jetzt kochen übernehmen. So, also, wir machen jetzt den Teig. Ich kann es auch machen. Oh Gott, der ist echt ganz schön groß geworden. Ich stelle mich jetzt erstmal hin vor Schreck. Alter, warte mal. Alter, das ist ganz schön viel Teig. Boah. Nein, Hilfe. Ein bisschen sehr viel wenig Mehl. Boah, ich bin gerade nicht drauf. Das ist hier sehr viel wenig Mehl. Das ist so viel Teig. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, das hat den Hefe jetzt nicht so viel gemacht. Ich sag mal so, das war ein Kilo Mehl, ne? Das ist jetzt herangewachsen zu 5. Nee, 5 Kilo sind das nicht. Masseerhaltungsgesetz und so. Die Klappe. Wir sind hier nicht in der Schule. Du Streber. Das stimmt. So, wir wollten das in 5 gleich große Dinge teilen. Alles klar. So, eine schöne Teigwurst. So, die kommt jetzt so in den Ofen. Geil. Das Mikro ist schön da, macht einen schönen fetten Schatten. Dann müssen wir jetzt überlegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ja. So. Das sind Brötchen. Das sind wirklich Brötchen. Das letzte Mal haben wir daraus Brötchen gemacht. Aber das ist ein bisschen viel. So, jetzt nehmen wir, das theoretisch eigentlich alles beiseite, weil wir jetzt den ersten ausräumen müssen. Das heißt, wir brauchen auch einen Nudelholz. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down, feel alive. Also, fangen wir weiter an mit der Soße. Machen wir die Soße. Dazu haben wir passierte Tomaten. Passiert. Mit denen ist ganz schön was passiert. Ich stelle mir jetzt gerade vor, 2 Dosen Tomaten da drinne. Das ist ein bisschen viel. Nö. Steht so im Rezept. Okay, du hast gesagt, ich mach das. Nein. Es sind zwei. Warte mal. Es sind zwei. 2 Dosen Tomaten passiert. Es sind 2. Und da steht auch nur passierte Tomaten. Ja, da ist jetzt die Frage, was das für Dosen sind. Haben die jetzt 2 Liter Dosen? Haben die 10 Milliliter Dosen? Weiß ich nicht, aber das ist eine Dose.
Eine Dose, wie viel ist da drin? 400 Gramm. 400 Gramm. Wenn 800 Gramm passiert, Tomaten. Alter. Ich glaube, das ist zu viel. So. Ich bin mir relativ sicher. Dann machen wir. Na. Ach, das läuft hinten aus. Eine reicht auch. Toll. Vorne ist zu, hinten ist auf. Alter. So. Was stand da? Eine Tube? Nein. Ich mach doch jetzt keine ganze Tube da. Eine Tube Tomatenmark. Digga. Wo bin ich denn hier? So. Also wenn du danach gehst, wo du hier bist, dann machst du da alles Mögliche rein. Da machst du auch Hunde. Oh, guck mal, rein. Alter Turnschuh, rein damit! Ja. Oh, Wodka. Dann, das von etwas, von dem ich noch nie gehört habe, wo ich überhaupt weiß. Lol. Das ist Rosmarin und Oregano. Das ist wirklich einfach nur voll Sinn. Der Gewürz ist ja jetzt nichts Krasses. Einfach nur ein paar Gewürze halt drin, ne? Ja, denke auch. Ein bisschen Pizza ist da drin und ein bisschen paar Gewürze. Dann. Salz, Pfeffer, beziehungsweise jetzt wieder, jetzt habe ich ja falsch rum gesagt, nämlich jetzt habe ich erst Pfeffer, jetzt Salz. Und dann etwas, worauf gerade einfach wieder gekommen sind, weil ich es im Schrank gefunden habe. Räucherpaprika. Ja, das muss ich zu helfen wissen, ne? Rühren wir um. Sehr spannend. Muss ich einfach mal gerade sagen. Oh nein! Mhm. Ich muss eh in die Wäsche. Filmst du schon? Ja. Dieses ansprechende Produkt kommt jetzt, genauso wie jeder einzelne Teigboden, den wir gleich machen, für 5 Minuten in den Ofen bei 220 Grad, weil ansonsten backt das irgendwie alles zusammen, beziehungsweise zieht sich zusammen, wenn ihr den Teig normal macht, wegen der ganzen Flüssigkeit. Und dann habt ihr nur noch Matsch, Pizzamatsch. Pizza-Matsch. Deswegen. Geil. Das hier für 5 Minuten rein. Hey Siri, stell den Timer auf 5 Minuten. Sieht euch schon wieder scheiße. Wenn das dann aus dem Ofen wieder draußen ist, dann wird sozusagen einfach nur eine Pizza belegt. Dann kommt da nämlich Tomatensauce, die ganze Belag, wir haben noch Schinken im Kühlschrank und Käse da drauf. Dann kommt der nächste Boden. Der wird wieder für 5 Minuten in den Ofen gepackt, danach kommt er da drauf. So lange, bis ihr keinen Boden mehr habt, beziehungsweise bis das oberste ist, da belegt ihr dann die Schlusspizza drauf. Schlusspizza. Und dann kommt das Ganze für eine Stunde in den Ofen. Und das machen wir jetzt mal. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try. Okay. Okay, auf geht's. Ah! Griffel kaputt. Belastet. Boah, was ist das? Was ist denn das? Ach du Scheiße! Die sieht ja übelst gut aus! Die sieht übel gut aus! Okay, sie platzt ein bisschen auf, wenn das ist. Oh Gott! Kacke. Jetzt okay, machen wir dann, schneiden. Ey, wir recyceln das Video, machen das Ganze nochmal, machen es oben zu und nennen es dann Pizza-Pastete. 2,8 Kilo. Verdammt, ja, ist übrigens. 2,85 Kilo. Lol. Wir haben sie jetzt von der Metallplatte runter, wir schneiden sie jetzt mal an. Boah. Kuchenstück, ne? Das ist Tortenstück, ja. Sehr großes Tortenstück. Oh, Alter. Warte. Oh mein Gott.
und das nächste Stückchen. Und dann mache ich mir noch ein Stückchen. Ich bin sehr bescheiden. Auch in meinem Lebensstil. Okay, der Wahnsinn. So, pass auf. So, einmal antesten hier. Wie und ob es was geworden ist. Prost. Wow. Scheiße. Es ist halt einfach wie eine, also man muss sich so vorstellen, so alle Pizzen, einmal die italienische Karte von oben nach unten runtergegangen, alles in eins geworfen und zusammen. Und es schmeckt nicht scheiße. Es ist ganz komisch zu beschreiben, weil es alles so unglaublich viel ist und dann so ein leichter Teignachgeschmack kommt. Weil so erstmal habe ich nur diese Füllung geschmeckt und dann kommt der Teig langsam nach. Es ist einfach geil irgendwie. Also es ist einfach irgendwie geil. So. Irgendwie. So, jetzt möchte ich mal Elias' Reaktion. Auf, ich mach was. Ja. Mmh. Jetzt schmecke ich gerade die Peperoni durch. So eine leichte Schärfe. Ach ja, mach ich auch im Stehen doch. Ach du Scheiße. Bisschen da hartes. Eieiei. Ich filme jetzt meine Reaktion auf ihn, wie er auf die Torte reagiert. Das ist eine Reaction Inception. Oh, jetzt ist es ein bisschen scharf gerade. Ja, interessant. Es ist interessant, ne? Also, ist geil. Ach, verdammt, ich kann es nicht schneiden. Also, Fazit zu der Torte. Wer Bock hat, kann das mal nachmachen. Man hat danach für ein paar Tage was zu essen. Jetzt wird gegessen. Ja, gut. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr diese Kochvideos genauso wie ich ziemlich feiert, mir macht es echt Spaß zu kochen, als auch nachhinein, ups, das Futter und Mikro, als auch im Nachhinein mir das nochmal anzusehen, was wir gemacht haben und es doch irgendwie immer chaotisch geht, aber dann irgendwie doch gut endet, dann lasst dem Video doch einfach ein Like da, schreibt in die Kommentare, vielleicht habt ihr ja schon mal was ähnliches gemacht, vielleicht habt ihr auch schon mal eine Pizzatorte gemacht und vielleicht habt ihr auch Bock, das nachzumachen, dann könnt ihr das hier gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Kochvideo, wahrscheinlich etwas Weihnachtliches, so was wir momentan planen. Und dann sehen wir uns, ja, bis denne, adios, ciao.